habe hier etwas gefunden. Mit Hilfe einer Anleitung. Hier gibt es einen Schacht. Darüber sollten wir jetzt an den Ort kommen, wo es jetzt weitergeht. Für uns Unterstadtkanalisation. Ja, da geht es jetzt in einen neuen Bereich. Ich bin mal gespannt, was wir hier. Ja, völlig neue Gestalten. Ich hoffe, wir sind dafür vorbereitet und dem halbwegs wappnet, dass wir in der Kanalisation klarkommen. Ja, auf geht's in die Kanalisationsabenteuer. Ich hoffe, wir werden nicht zu viel Scheiß warten. Nichts drin hier. Ich habe da schon ein paar kleine Gegner gesehen. Ich hoffe, die stehen uns nicht zu sehr im Wege. Also die drei, vier kleinen hier ist nicht so brutal schwer, aber. Besiegt mal den Fettklumpen. Sehr schön, das dachte ich mir nämlich. Ach du Heilige, das sind viele Gegner. Sehr explosiv hier. Deswegen würde ich erstmal nur mit Fernangriff machen. Okay, da komme ich nicht hin. Kann ich nicht laufen? Lauf du mal hier hin. Ich kümmere den im Kampf opfern. Der kann ja auch kein wenig Hilfe sein. Okay, Fettelementar, was zum Henker. Sind doch noch ein paar stärkere Gegner hier. Wovon haben wir uns hier eingelassen? Die Feuer scheint sich viel zu bringen. Wir sind zu weit weg, oder? Ja, aber die haben auch noch, das ist besiegbar, würde ich sagen. Ist nicht allzu schwer. Sind jetzt noch keine Bosskämpfe auf Gortash-Level. Aber hier geht der Weg wohl zu Orin hin. Zu ihm hier. Zünden wir das Fett mal an. Wenn der Toten.
zu weit entfernt. Viel zu viel Power für einen kleinen Gegner. Stelle ich genau in den Band rein. Ne, wozu dann? Wozu die weiteren Attacken? Keine Gegner im Reichweite. Und wer ist er hier? Der Zauberer, der noch weit war. Und ein Schleimviechern. Fettviechern. Und vorzaubert. Sollte man ihn wohl finden. Nicht töten. Noch haben wir kaum Kratzer gekriegt. Ein G hat einen kleinen Kratzer. Finde ich toll, wie die ihre Wunden mit rumstehen verbrauchen. Gefahren hier, ich glaube nicht. Bis auf den Magier, der könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber Kleinviecher hier. Und nicht so ätzend lange bräuchten, um nichts zu tun. Ah, da wurde ich angegriffen. Wurde mal Zeit. Die machen ganz schön viel Schaden, wenn sie mal kommen. Ich habe die vielleicht ein bisschen überschätzt. Wo gehen die denn lang? Verteilen sich über die ganze Map. So, Karlach. Mach's alle. Verängstigen. Swords meet sorcery. Fantastisch. Wir sind an einen Angriff gebraucht. Ich muss mich mal selbst heilen. Ein bisschen Rückzug. Das macht ein Genghis Khan hier unten. Und von den großen Fettklumpen gehen wir auch noch hin. Ekelhaft. Hör mal hier ein bisschen auf. Ah, da ist der Zauber. Na komm. Es dauert, dass wir 2 Minuten, bis wir wieder angreifen können.
Ja, wir haben ein relativ hohes Level hier. Wir haben schon schlimmere Gegner besiegt, also. Und die schaffen wir jetzt hier auch noch. Die paar Fettklumpen. Gucken wir uns mal um den Zauberer. Haben wir unsere Waffe verloren oder was los? Ach, Tatsache. Ich sollte mal aufheben. Schwert der Schreier. Wen wird denn das? Machen wir ihn hier fertig. Ah, natürlich die Absolut. Wer sonst? Na, ich kann auch Feuerball. Ist ja nett. So, ich habe hier ein paar Gegner. Jetzt nicht mehr. Ja, da hol dir den Axt zurück. Wo kommen denn die her? Hier von hinten. Okay. Wie das passiert ist. Dass ich die Axt verloren habe. Ah, shit. Das war vielleicht nicht so gut. Das war nicht schlecht. Okay. Hier für ein Manizzi angezeigt. Holy shit. Immer auf den Schwächsten. Nicht ganz. Welche von hinten? Ja, dieses brennende Fett, das macht schon einiges an Schaden. Kann ich jetzt mal endlich Waffe ausrüsten. Da kümmere ich mich mal um ihn. Hm.
nötig viel Energie für einen kleinen Gegner. Eine Heilung auf mich selbst. Nichts, was uns irgendwie stören sollte. Vielleicht geht er da unten. Das war ein Fehlschlag. Zwei Schleimis können auch mal rüberkommen. Und da geht er da rum. Mhm. Hübscher Umhang. Und Schlüssel. Nehme ich mit. Vielleicht können wir hier noch. Beide tot. Another fight. Let's go. Okay, worauf warten wir noch? Die Runde ab, während sie sterben. Okay. Das ist wieder so ein Kampf, wo wir eigentlich schon gewonnen haben, aber sind sie noch irgendwo anders. Eine Ratte. Dann gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht kommt da noch was. Hier haben wir ein Skelett. Ah, da drüben sind noch welche. Drüben sind noch einzelne Schleime. So weit schießen kann ich nicht. Ne, ist zu weit weg. Sometimes the only way out is through. Ein bisschen sprinten. Ach so, meine Waffe, die hat Gel. These boots have seen everything. Dann würdest du die mal hergeben. Das Schwert. I will ascend. Können wir hier irgendwas mit Reichweite. Ein Nebelschritt. Und teleportieren uns darüber. Speed.
Jetzt muss der jetzt machen. Gieß mal hier die Waffe zurück. Sehr schön. I don't fancy their chances. So. Holy shit. Was ist denn jetzt passiert? Ausgerutscht. Light on my feet. In Angriffsreichweite gehen. Schade. Fuck yes. Sehr schön. Und Level up. Erstmal will ich hier mal rüberlatschen. Habe ich groß irgendwas drin? Was wir looten können? Und da hinten, seltsam, brauchen wir auch mal. Hier ist nichts. Hier mal ein Skelett. Ein Sarin-Skelett. Das berühren wir vielleicht noch nicht. Gleich. Erstmal der Stufenaufstieg. Den haben wir uns verdient nach dem Gotha-Kampf. Und dem hier, was auch immer das hier war. Zauber erhalten. Böser Blick. Nekromantie-Zauber des 6. Grades. In der Augen werden schwarzen, zahnbewehrten Korridoren. Der Blick kann Furcht und Krankheit und Schlaf bei Kreaturen bewirken. Aha. Ottos unwiderstehlicher Tanz. Lass eine Kreatur einen Tanz aufführen, bei dem sie weder Aktion ausführen noch sich bewegen kann. Ist auch nicht schlecht. Weißt du was, das nehme ich. Können wir irgendwas ersetzen? Dimensionstür nie benutzt. Personen beherrschen. Leider auch nie benutzt. Nö, ist in Ordnung so. Stufe 11 Bade. So, was können wir hier? Arkanes Schloss. Dunkelheit. Verschließ eine Tür oder einen Behälter. Magierrüstung. Windstoß. Dunkelheit ist. Was macht das? Zeuge in der Wolke, magische Finsternis, die Kreaturen darum komplett verschleiert und blendet. Gut und böse, ich nehme das hier. Hm,
wo wir das nochmal einsetzen würden. Ja, geht klar so. Herz aktualisieren. Nimm das Adlerherz mal wieder. Das ist noch was Tolles für jeden. Zauberstufe 6 Arcanes Tor. Schaffe zwei verbundene Teleportationsportale. Wow. Nicht schlecht. Nehme ich direkt mal. Kettenblitz. Triff einen Gegner mit einem Blitz. Drei weitere Blitze springen vom Ziel auf drei andere. Wow. Todeskreis. Form eine massive Sphäre aus entropischer Energie, um meine Kreaturen, das Ziel und alle Kreaturen in seiner Nähe zu vernichten. Untot erschaffen. Lass eine Leiche als niederträchtige Mumie auferstehen, die an deiner Seite kämpft. Auflösung. 50 bis 100 Schaden. Wow. Verschieße einen dünnen grünen Strahl aus deinem Finger. Wenn durch den Schaden 50 bis 100 Mumie-Schaden die Trefferpunkte des Ziels auf Null sinken, wird das Ziel in brüchige Asche verwandelt. Wow. Einfach der Kidaver. Könnte man auch sagen. Fleisch oder Stein. Das ist ein Stein, das einen Feind verkümmern, sodass er festgesetzt ist. Kugel der Unverwundbarkeit. Frustsphäre. Sonnenstrahl. Komm, eine Auflösung, das tut das sieht schon schmerzhaft aus. Todeskreis wirkt auch mal. Das ist auch mal cool. Untot erschaffen wir auch noch mal. Kettenblitzer 10 bis 80 Schaden. Können wir vielleicht gleich reinnehmen, wenn wir das Schild auf Stufe 1 rausnehmen. Nehmen Todeskreis mit rein. Jetzt haben wir vorbereiten. Okay, die beiden müssen unbedingt mit rein. Was nehmen wir denn da? Das nehme ich raus, magisches Geschoss. Das kann schon wer anders. Verbannung ehrlich gesagt nie benutzt. Ich hätte jetzt gesagt, jetzt Stufe 1 Zauber raus, aber hier der Hexenfeind, das ist schon. Obwohl das Stufe 1 ist, haben wir da schon. Wir haben da 6 Stufen inzwischen. Okay, ich nehme die beiden hier rein. Jo, machen wir so. Alle nochmal gestärkt. Ich speichere hier mal. Lernen ja auch dazu. Ich das dann wieder nicht beklagen muss, weil ich stundenlang nicht geheilt habe. Nicht gespeichert habe. Zu Karlach hat was aufgehoben. Funkenmottenumhang, Flammen der Schleier, eine Kreatur, die dem Träger im Abstand von bis zu 2 Metern Schaden zufügt. Und wird brennt. Okay. Mit jedem Rascheln des Umhangs schwirren kleine Motten, wie vom Winde verweht, Funken um sich herum. Flattern kurz und vergehen dann für immer. Wer tut die dem Träger im Abstand von bis zu 2 Metern Schaden?
Kreatur wird, also das fügt nicht dem Trägerschaden zu, sondern dem ziemlich blöd. Seek and you shall find me. Stoff der Autorität steht hier nie. Mal durch und probiert. Rüstungsklasse 10. Ach du Scheiße. Das ist was umfärben. Nicht so geil sein Ding. Du kannst nicht verängstigt und nicht von anderen Zuständen beeinflusst werden und deine Emotionen verändern. Autorität, du bist bei Einschüchtern, Vorwürfen und Motivagieren im Vorteil. Das ist schon ziemlich gut. Die Flanky-Stiefel, das ist hier. Können wir es wenigstens irgendwie einfärben? Ich habe hier Färbemittel. Blau wäre am besten. Und das Federball ist. Inventarsortierung wird ja irgendwie was. Rosa und Blattgrün, warum nicht? Grün. So ein Blattgrün. Das passt aber nicht zu Gänge. Hellblau. Rot mit Orange-Rot. Ich sehe eher so bei Blau. Blautönen. Man könnte ja mal rosa versuchen. Sieht vielleicht ganz schön aus. Das hat es nicht unbedingt besser gemacht. Obwohl. Rot könnte ihm auch stehen. Lass noch mal erstmal. Das bringt halt einige Vorteile mit sich. Sie trägt schon Catfricks Rüstung, er trägt jetzt den Gotasch Rüstung. Das ist schon. Die von Urin kann Karlach tragen. Dann haben wir hier. Ein bisschen laufen wir als Trophäen rum. Du musst hier nochmal die Flanky-Stiefel. Nee, die sind besser. Wir hätten auch noch irgendwie ein Tote überleben. Hier hat man einen Knochenkreis. Gegenstand einsetzen. Okay. Kein Ziel, schade. Dann brauchen wir den Schädel. Okay. Ah, das war der Schlüssel von ihm. Großer und nicht Elixier der Arkane kultivieren. Versenktes Buch. Ja, mal mitgenommen. How much further can I go?
Schauen wir uns mal hier um. Sind ein paar Leute hergekommen. Ah, hier sind noch ein paar Fettkunden. Nächster Kampf. What path lies before me? Feuer, Feuer. Noch mehr Erfahrungspunkte. Die Tür wollte ich eigentlich untersuchen. Let's see what this does. Loserstein. Ein Bronzring. Im Kisten ist nichts drin. Wo geht's denn hier lang? Das sieht interessant aus. Hier sind Sachen versteckt. Nicht ganz unwertvolle Sachen. Oh, das ist eine Ratte, vielleicht nur mit der Regen. Da war es weg. Ah, hier. Bleib doch mal. We watch, we wait. Wo wartet ihr? We watch, we wait. Aha. Oh, hier ist ein alter Siegelkreis. Wegpunkt entdeckt. Und das Symbol kommt mir vom Startbildschirm bekannt vor. Hinterstadtruinen. Aha. Sieht so aus, als wären wir hier richtig. Looks at you silently, expectantly. Wer seid ihr? Das ist in Ordnung. Ihr habt hier einen Laden, oder? Wollen wir also handeln? The penitent doesn't respond, holding your gaze almost unblinkingly with his. The penitent doesn't respond, holding your gaze almost unblinkingly with his. Aha. Für wen hält er sich? The penitent doesn't respond, holding your gaze almost unblinkingly with his. There is the slightest flicker of acknowledgement in his eyes. Ah, ja, Rüstung des Mondbarts. Du hast 22 temporäre Trefferpunkte, wenn du Tiergestalt genügt hast. Solange die temporären Treffpunkte aktiv sind, verringert sich der erlittene Schaden. Das wäre was für Druiden. Die will ich dabei haben. Unedler Hut. Ah ne, das ist doch vielleicht Knochendrohnhelm. Rage, Rage, Mark.
Im Kampfrausch bist, müssen feindlich gesinnte Kreaturen in einem Radius von 3 Metern Weisheitswurf bestehen. Oder psychische Steine erleiden. Es ist nicht so besonders edel, ist das nicht. Kristalllinse. Hundert Verlust. Dafür wieder 100. Und Diebeswerkzeug, vergiss es. Penitent blinks, you think? You were dismissed. Ah ja, war ja eine fantastische Unterhaltung. Und war mir eine Ehre. Geläufige religiöse Passage, die häufig als Segen bei Beerdigung rezitiert wird. Nafanda zum Licht Zenyun mag führen, Kelim, wo uns riecht und öffne die Türen. Es folgt eine neue Passage mit düsterem Einschlag. Und die, die noch stehen, die ewiglich schuldigen, mag nie einen Gott sehen, welch Hölle sie erhuldigen. Ja. Something good here, I hope. Das nicht. Wo geht's denn hier lang? Eingang. Folge mal. Für den Gang. Uralter Hut. Durch welchen sind wir gekommen? Wer noch atmet, den erwartet der Tod. Diese Toten können ein Lied davon singen. Toter Mensch. Okay, meinst du? The corpse remains silent. Okay, diese Toten können also kein Lied davon singen. Here goes nothing. The corpse does not respond. So viel dazu. The corpse does not respond. Okay. Ein Lied können Sie also singen. Sie darf kein Untoter sein. Ja. Erfahren wir also nichts. Das war mir fast schon klar. Sobald wir plündern. Kampf geraten.
wie eine Klaue. Mal schauen, wo wir uns hier ein hinein manövriert haben. Das wäre fantastisch. Nichts gebracht. Wie viele kann ich damit abtöten? Bewegungsrate. Fantastisch. Jetzt mal hier einsetzen. Auch gut. Legt euch wieder schlafen. Ich glaube, wir sind hier falsch. Zumindest looten können wir hier mal ein bisschen, wenn wir das überleben. Das sind ganz schön starke Zombies. Bewegungsrate. Aha. Nein. Das Problem hätten wir. Natürlich ein Fehlschlag. Die kleinen Händchen, die kriegen wir schon hin. Hauen wir den einmal auf die Hand, auf die Finger. Die großen Gegner hier haben uns erstmal zu jucken. No time for mercy. Auf die Finger. Allow me to demonstrate. Vor allem ihn hier, die beiden. Macht. Ich habe das mit den Falschen gelegt. Ich werde dich wünschen, nicht wieder auferstanden zu sein. The lance board is set.
Oh nein. Geht es um Stern? Mal gerade jemand. So, brauchen wir den dringend in deinem Rast. Am besten bevor wir looten. Jo. Ui. Wir sehen was gewandt. Nicht schlecht. Gefällt mir, behalte ich. Mit dem Hund. Da heilen wir mal wieder. Ja, das Gewand ist nicht schlecht. Modisch. Okay, sieht irgendwie. Naja. Der Hut und die Robe. Ich würde den magischen Spiegel nochmal benutzen. Wir müssen natürlich jetzt nach dem Kampf gegen Bortage müssen wir noch irgendwie. Und das müssen wir dann noch machen. Nach dem letzten Bosskampf haben wir uns Piercings gemacht. Was können wir hier machen? Eine Tätowierung. Mit Bart wachsen lassen. Gemeines. Ja, dann machen wir aber die Tätowierung weg hier. Das ist auch nicht so schade wäre. Wie wäre es mit einer zusätzlichen? Können wir die Haare irgendwie anpassen? Noch ein neue Frisur. Ich wäre hier nur eher für ein Tattoo. Die Ruhm nehme ich nicht. Ich habe dazu ein Video gesehen. Meine Ruhm. Haben die Entwickler irgendwie meine Ruhm. Ich glaube, bei einem Tattoo steht es drauf, irgendwie Larian Studio präsentiert. Und die haben das da gar nicht so schlecht, aber. Ja, es macht jetzt das Tattoo weg. Das finde ich ein bisschen unlogisch. Wenn wir die Narbe. Schade, dass wir hier nichts hinzufügen können. Deswegen dann eine zweite Narbe noch dazu. Läuft von ihr auf.
auf Haare hinaus. Ja, hatten eh einen Batsch. Ich finde mal was. Nee, absolut nicht. Ja, weiß nicht, ob ich jetzt hier die Haare ändern sollte. Es gibt alles keinen Sinn. What the fuck? Lassen wir es mal so, wie es ist. So, mal den Card-Taking gelernt. Keksbemalung im Gesicht wäre auch nicht wirklich was für den wahren Charakter. Piercing. Badenringe. Etwas. Auch nicht schlecht. Unterwerfschleifen. Aha. Szene von Barovia. Ja, ein bisschen zu wild. Erzfeenzwirbel. Mhm. Bis ich nehme das. Können wir eigentlich auch hier die Charaktere jetzt mit Karlach dahin gehen, können wir deren Aussehen anpassen? Wer will das Spiel das nicht? Sehr schade. Na dann. Aufgeladen sind wir. Okay. Willkommen uns. Zauberfeuer.
Im Grunde sind wir verflucht. Das geht wieder weg. Oha. Nehmen wir doch schon mal das Geld mit, wenn wir hier schon verflucht sind. Mit einiges an Geld drin. Soll sich das doch lohnen? Die Grabräuberei. Wir sind reich. Haben wir da schon reingeguckt? Wäre doch eine Schande, wenn wir was hier lassen würden. Yay, Zombies plündern. Don't mind if I do. Ich nehme mir eine Hand mit. Ich meine, wir haben schon Brutters Hand in der Hand im Inventar. So ein Hand auch nicht mehr schaden. Ja. Come on, open up. Da sind wir doch gerade reingekommen. Nee. Nix. Here goes nothing. Der Fluchsinn war, der wird uns zu Tode richten. Deswegen die Warnung, die werden alle des Betretenen sterben. Okay, hier gibt es noch andere Türen. Sieht aus wie ein Tor. Die Zeichen kommen mir bekannt vor, wenn wir damit irgendwas tun. Nass sind wir. Und der Fluch ist wieder aufgehoben, bis auch bei mir. Mit dem Schädel. Das Tor kriegen wir nicht auf. A rush of ancient whispers fills your mind as you approach the door. It is rife with magic. Old, deathly magic. Hat uns ja noch nie aufgehalten. A new vessel brimming with blood darkens Baal's door. To baptize his dais most holy. Do you have proof of your faith to our Lord?
Wie kann ich mich you beweisen? Must bear proof of the Dreadlord's favor, or pay his toll of blood. Aha. Ich muss den Blut zu erzahlen. Warte mal, Gale, stell dich da mal hin. Das? Oh, ja, es reicht. Ich bin böse. Oh, wir können speichern. Was wird gespeichert? Doppeltes Speichern, das ist besser. Houston, wir haben ein Problem. The corpse remains silent. Das gibt's doch nicht. Man hören. Man hören Zauber oder was? Um einen Nass in den Baal-Tempel zu halten, müsst ihr den Abgrund des Totschlags überqueren. Und falls ihr so schwach seid wie dieser Aspirant, wird euch der Ferntöter nichts passieren lassen. Ihr zwingt ihn oder sterbt. Das klingt ja einladend. Doch. Das sind doch keine Gegner. Sagt sie. Also ich meine von der HP her. Über die hin. Wenn wir es nicht da drüben stehen würden. Okay. Wir haben schon ziemlich starke Angriffe. Wir sind eventuell geliefert. Machen die sich unsichtbar. Unverlässlich Heiligtum. Oh, okay, wir sind am Arsch. Wir sind ein bisschen zu früh hier. Ich habe das Gefühl. Wir können ja nochmal neu laden und zurückgehen. Das hat mir wirklich falsch reingeladen und latscht sein. Wo sind denn die hier? Ach, da oben. Oben stehen sie. Kaum sichtbar. So weit entfernt, das gibt's doch nicht. Nicht so heftig.
Okay, dann machen wir dann Feuerball oben hin. Hübsch. Na, der kann auch Feuerattacken. Jetzt sind die wieder dran. Wir können die nicht angreifen, weil die unsichtbar sind. Nicht so gut. Was? Okay, die sind mal los. No time to waste. Und versuchen wir da mal rüber zu kommen. Hier tun wir es auch lang. Kritischer Fehlschlag. Nein, die vier machen mir so einen Ferntöter. Ach du Scheiße, hier haben wir noch mehr Gegner. Ich glaube, die sind hier sehr falsch. Was? Bis da drüben kommt man niemals. Jimmy on the go. Versuchen wir mal hier rüber. Nicht, dass wir runtergestoßen werden. Das ist auch dämlich. No time to waste. Sie sind wenigstens besiegbar. Wir müssen den Raum für den halten. Dann kriegen wir das vielleicht hin. Ach du Scheiße, das sind viele Gegner hier. Das wird nichts. Vor allem die, also die anderen kriegen wir schon irgendwie, aber die hier. Ich weiß nicht, wie wir die schaffen sollen. Die vier Ninjas hier. Vielleicht sollen wir hier nach drüben kommen und uns dann. Von dort aus. Wenn sie unsichtbar sind, wird es aber auch nichts. Der ist schon fast tot. So.
deswegen würde ich hier gerne noch ausschalten. Der Würgerlug. Ich hätte jetzt mich mitgetroffen. Still breathing, despite everything. Ich renne hier mal vor. Close ranks. Hallöchen. Nee, der rechten Vierer. Okay, die sind weg. Kommen wir hier vielleicht mal rein. Messer. Und da steht noch einer oben. Fehlschlag. Wird heute ein längerer Part. Ja, mitten in so einem Kampf aufzuhören. Das wäre da auch nichts. Natürlich werden wir die angegriffen. Wir stehen direkt hinterm Meister. Ist gerade noch zu weit entfernt. Leider ja. Ich hab hier einen Gegner. Verdammt. Der hält aber was aus. Vielleicht hätten wir ihn runterschubsen können. Und wahrscheinlich eher nicht. Nein! Ich wollte nicht die Runde. Bin ich dumm. Und hier treffen wir damit nicht. Zu weit entfernt. Schade. Ist zu weit entfernt. Links unterbrochen. Schade. Jetzt aber die Bogenschützen nicht treffen können. Striking distance. Und die können uns treffen. Na, dann sprinte ich erstmal. Warum kämpfe ich denn eigentlich alleine gegen den? Bin doch bescheuert. Ein
Na, er kann auch Raserei. Ich sollte noch zwei um ihn kümmern. Okay, er hat's weg. Glück gemacht, aber das ist gut, dann ist er da unten. Da können wir ihn treffen. Jetzt sollte Karlach bloß nicht hier oben sterben. Das wäre ein bisschen. Ist ja dumm. Und noch mehr von diesen. Das ist. Diese Ninjas sind einfach zu schwach. Mit hier mal ein Gegner. Warte, das kennen wir besser. Das war nicht schlecht. Ich muss da rüber, um zu heilen. So, weiter hier. Und jetzt hat es jetzt nicht nötig. Jetzt nötig gehabt. Alle auf Karlach hier. Das ist nicht so gut. So können wir hier irgendwas ausrichten. Warum drücke ich hier mal auf die Leertaste? Jetzt gebe ich den Angriff. Ist doch nicht wahr. With ease. Ich mache zum Glück Fehlschläge. Das sind schwere Kämpfe hier. Unter der Erde. Eine Kandidation. Untergrund von Baldur's Gate. Ja, Heilung ist jetzt ein bisschen scheiße. Versuche hinzukommen. Teilen. Vielleicht nicht irgendwo noch einen Trank. Sortiertes Inventar. Ach, was soll's. Ja gut, was können wir hier noch machen? Hier können wir vielleicht weit entfernt. Mist. Immer Stunden bitte. Näher ranzukommen. Thank you.
Wow, der hält wirklich viel aus. Shall be done. Kritischer Treffer. Gleich bin ich tot. Jo, dann würden wir jetzt hier sterben. Mach ich beim nächsten Mal ab. Dann kommen wir später wieder. Ja, wir hauen ab. Einfach runtergestoßen. Ja, vor allem. Oh Gott, nein. Ja, der ist zu stark. Der hat mit einem Fluch uns getötet. Dann gehört jetzt auch Flüche, die ich noch nicht genutzt habe. Ja, nee. Nee, ich kann das nicht alleine hinkriegen. Das wird nichts mehr. Ciao. Na dann, bis zum nächsten Part. Habe ich diesen ja hier tierisch überzogen. Im nächsten Part ziehen wir uns zurück und gehen einen anderen Weg. Das hätte mir schon beim Blut, bei dem Blutopfer, hätte mir das schon klar sein sollen. Aber gut, dass wir es mal ausprobiert haben. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.